Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, das hier ist schon der dritte Versuch. Ja, denn an einer Stelle stürzt es mir immer ab. Frag mich nicht, weshalb es ist so. Ach ja, da kann ich zum ersten Mal das hier machen. Denn die Zeit soll ja nicht mehr schnell vorbeigehen, denn ich möchte mindestens schaffen, in den Felsturm-Tempel reinzukommen. Jo, Zeit verlangsamen. Und da schläft ein. Genau, wenn man einschläft, wird die Zeit langsamer. Ist mir neu, ist aber bei mit Nintendo-Logik in Konflikt geraten und deshalb stimmt das ja auch, oder? Denn alles bei Nintendo stimmt. Ah, oh, Fußknopf. Der eine so und der andere so. Ach, machen wir das dann. So, dann geht's mal weiter. Und dann werde ich jetzt kurz bevor der die Stelle kommt, an der es immer rausgeflogen ist, werde ich kurz speichern. Und also Face-Daten. Mal sehen, ob man da irgendwas ändern kann. Und ob es wieder abstürzt. Ich habe meinen Computer neu gestartet. Auch kein 20. Mann. Hier kommt man noch durch. Und dann habe ich auch festgestellt, dass man diese Krüge hier. Auf das werfen kann. Ja, könnte man, wenn man logisch nachdenkt, selber drauf kommen. Bin ich ja auch. Aber trotzdem. Dann müssen wir hier hoch den Schalter hier betätigen kurz. Und ja, die Wand geht jetzt runter. Aber wir dürfen nicht auf die Wand, also auf die Decke raufgehen, denn hier unter die Wand sie brennt. Also sie ist so glühend, ja. Wie man sehen will. So, und hier hat es jetzt immer geleckt, das werde ich kurz speichern. Okay. Und jetzt fliegt es dann gleich wieder raus. Oh, es ist nicht rausgeflogen. Einmal in 100 Jahren. Hallo. Das geht echt nicht. Doch, geht doch. Eben. Und jetzt hier. Das habe ich euch das letzte Mal, glaube ich, nicht gezeigt. Denn ich wollte euch die Überraschung ver... Na, no, das auch nicht. Nachteil Eisblock. Das heißt rutschig. Jo, es könnte sein, dass es ein bisschen laggt. Ich weiß ja nicht, weshalb. Es will einfach. So tut es auch einfach. So, nochmal speichern, bevor ich in die Tür reingehe. Ist immer noch nicht los. Oh shit. Da. Danke. So, und jetzt sind wir auf dem Dach. Ich brauche diese Maske hier. Und die Ocarina der Zeit. Denn jetzt, ihr seht, ich bin verflucht. Du wurde fängst, du kannst dein Schwert nicht mehr ziehen. Aber mit diesem Lied hier beendet man den Fluch. Man wäscht ihn sozusagen weg. Keine Ahnung, weshalb sie das so gemacht haben, ist aber so. So, jetzt sind wir hier. Ja, gut. Was nützt es uns hier? Wir können auch ein Herz holen, ja, schön und gut. Ich glaube, ich habe eh nicht. Sprung. Wollen. Maske nehmen. Oh, und es regnet. Und seht mal, das plätschert immer noch auf der Fläche, da das nicht plätschern soll. Und jetzt das große Tor öffnet sich. Nein, Scherz. Hier am Boden. Ja, okay. Sinnfrei geht's nicht, oder?
Nee, hat schon seinen Grund. Jetzt versuche ich, ob zuerst noch ein Herz anholen, denn so wie ich weiß, brauche ich nur noch ein Herz und dann habe ich wieder ein volles Herz. Wenn ich gerne volle Herzen habe, mache ich entweder einen 3-Herz-Run oder sonst ist er blöde. Und Zelda ist umgekehrt mit oben und unten. Was mich eigentlich noch recht nervt. Oh oh oh! Huh. Ich hätte mich dort irgendwie rüberspringen können. So, gerade noch geflüchtet. Aber wie kann es hier überhaupt Feuer geben, wenn es regnet? Sinnfrei. Ja, Wunder, ja, ja. Das ist nicht ein volles Herz. Doch. Habe es nicht gesehen. Ich denke vielleicht, ja nein, es muss wieder runter gehen. Das ist doch alles sinnfrei. Nee, hat schon einen Sinn. Denn jetzt müssen wir den rechten Weg geben. Das heißt, wir brauchen einen Feuerpfeil. Oh. Immerhin sagt sie hier nicht die ganze Zeit, lesen. Watch out. So, mal wieder speichern. Boah, leckt extrem. Ich habe es nicht getroffen, aber trotzdem kommt es vor, als ob es getroffen hätte. So, jetzt kommt dann gleich was Sinnloses. Ja, dieses Spiel, diese Hand hier ist sinnlos. Hier hinten sind noch Zombies. Falls ich euch jetzt fragt, wie solche Zombie-Geräusche sind. Ist das Sinnlose? Hier oben hat es ja ein Loch, das ich gerade vorher gemacht habe. Und es kommt Licht rein. Aber es ist Nacht. Naja. Und seht mal die an. Die tanzen noch besser als die vorherigen. Ich mach's gehabt, hier greifen sie mich an. Der andere dreht sich immer irgendwo anders hin. Ja, sterb doch mal. Oh Mann, das könnte laut gewesen sein. Oh, 20 Uhr. Ja, braucht man Geld geben, einfach hier hin. Oh nö. Nicht du schon wieder. Den habe ich jetzt echt vergessen. Und wir haben hier den Feuerfall. Auch der geht doch gleich wieder weg, oder? So, hier. Oh, ist wieder weggegangen. So, jetzt. Jetzt macht es einen Trick, der uns nicht verlieren lässt. Denn man sieht unten einen roten Punkt und dort ist er. Immer auf den roten Punkt schauen. Ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Energie, aber. Naja. Yeah! Noch halbieren. Ach, wir bekommen nicht mal was. Billig. Ich denke, wir brauchen Feuerfall fürs erste Mal nicht mehr. Ihr seht ihr bestimmt zwar hinter uns gleich nochmal Feuerfall gemacht. Auch wieder Mega Dancing. Hier der klatschende Typ. Hier der Russe, hier ein tanzender Typ und noch ein Russe. Oh mein Gott, Russen in der Übermacht. Ist doch ein russischer Tanz, soviel ich weiß. Naja.
mich da nicht so gut aus. Ja, ich habe wieder einen Save-State gemacht und da bricht die Framerate zusammen. Ja, hier war das Loch, wenn ich hier runterfalle, bin ich blöd. So, hier. Was sagt uns die da? Hier, sieh doch, ständig übersiehst du solche Dinge. Sieh genau hin, die Steine haben einen Riss. Ja, das könnte man denken, das könnte man mit einem normalen Stein wegmachen. Oder mit einer normalen Bombe oder das vielleicht so. Aber nein, die müssen ja noch einen draufgeben. Damit man das mit dieser Bombe hier wegmachen muss. Naja. Aber was brauchen wir? Die Maske brauchen wir. Feuerpfeile, aber die kann ich noch nicht. Feuerpfeile, normale Pfeile. Ich dass du erst noch zündest. So, diese Maske brauche ich. Ich brauche noch einen Feuerpfeil. Und dann noch. Brauche ich einfach nichts mehr. Auf die Hosen. Und dann wieder. So. Hä? Was sind die? So, oh, 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 danke, Mila. Nein, Mila, nein, 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 nein. Nein, 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 holt ihr mir, nein, nein, nein. Ja, okay, das war nachgemacht, aber ist trotzdem gut. Schaffe ich es so? Ohne anvisieren. So, speed up. So, mal sehen, ob das funktioniert, wenn ich jetzt diese Maske hier nehme. Denn ich weiß, wer der nächste Gegner ist. Eigentlich müsstet ihr... Ja, ich werde sehen. Mehr Energie. Nö. So, nochmal ein Absturz. So, denn hier könnte es noch. Nein, ist weg. So, großer Raum. Mit Licht, das reinkommt. Obwohl es immer noch Mitternacht ist. Ja, was nützt uns das? Gehen wir mal weiter. Oh. Oh, Unverschämter, der das Undenkbare in die Dunkelheit von Ikana gebracht hat. Ach nö, es wird dunkel. Meine Diener fielen durch das heilige Licht, das dich beschützt. Ich brauche die Dunkelheit und das Licht gleichzeitig, ich bin gut. Jedoch! Nur soll die Dunkelheit, in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen, dass ich ein Skelett bin. Was wahre Dunkelheit bedeutet? Merkwürdiges Lachen. Jo. Sonst schwer ist es nicht. Und ausweichen. Wenn man nicht denkt, die wären schlecht. Nein, die wären sich da gegen das Licht schon. Gut, noch ein Löwe. Ach, beinahe getroffen. Ja. So, jetzt tot? Nein, zuerst muss man ihn noch mit Licht. Anscheinend, denn sonst steht er wieder auf. Das war dumm. Der liegt hier beinahe schon im Wind. So, die Dinos sind da mal weg. Und na, Skelett, was machst du? Boah, haben die etwa um Grafik zu sparen ein viereckiges Schild gemacht? Dunkelheitsstrahl.
bist in der Sonne, Mann. Ach, es macht mir Freude. Ich weiß nicht mal, ob das Schaden macht. Down. Mein Party ist schon zu Ende. Und jetzt hier sind sie. Du stehst mir im Weg, Jesus, Seite, ich kann ihn noch kriegen. Im Weg? Er hat uns nur besiegt, weil du so lang bist. Gib nicht mir die Schuld. Was? Wage es nicht. Wage es, mir das noch einmal in mein knochiges Gesicht zu sagen. Lahm. Lam 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 lam. Alle Händler, die Klappe, grrr, schau nicht so blöd, 1, 2, ich der beste Kämpfer in ganz Ikona. Der beste Kämpfer in ganz Ikona, du? Lam. Zieh deine Waffe. Was? Ich sage dir, zieh deine Waffe. Wie? Hört ihr wohl auf, ihr Narren? Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind das, was wir sind. Ist es nicht ein Jammer, dass solche Streitigkeiten wie die eure der Grund dafür sind? Und sie sind weg. Vertrauen in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der du das Licht ins Dunkel gebracht hast, ich bin der König des Reiches. Igos. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt, aufgehoben. Doch nun auch das Land wieder mit. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsenturms versiegeln. Doch der Felsenturm ist eine unannehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher soll dich ein Soldat begleiten, dessen Brust kein Herz schlägt, einer, der in der Dunkelheit nicht sorgt. Dieses Lied gefällt mir irgendwie besonders, da es so anders ist als die anderen. Oh, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Der Party ist eigentlich lange zu Ende. Und jetzt, oh mein Gott, das war ein Selbstmordlied. Nee. Tada. Und dieses Grinsgesicht. Oh mein Gott. Du hast die Energie des leeren Herzens. Dieses mystische Lied erlaubt dir, ein Bild deiner selbst anzu. Spielst du das Lied, nachdem du einen anderen Gestalt angenommen hast, lässt du einen von maximal 4 Hüllen zurück. Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild deiner selbst, eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn dein Lied das so verlangt. Und er ist auch weg. Lass das Licht der Gerechtigkeit auf mein Reich leuchten. Reichen diese Fenster hier nicht? Seht doch den an, ist doch... Ach, so ein schlechtes Bild. Aber naja, hier vor der Türe. Mit Nice Shield und Kappe. Beende ich meinen Part.
bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.